Ja, warte mal. Wo haben Sie denn Ihre Beschwerden? Darf ich ja mal? Auf den Arzt sein. Brauchst gar nicht lachen. Und zwar haben wir heute eine ganz, ganz spezielle Reaction. Ich bin jetzt gerade aus Istanbul frisch eingeflogen, extra für das Video. Ich wäre eigentlich noch eine Woche geblieben, aber weil ich gesehen habe, das Video ist auf YouTube hochgeladen worden, dachte ich mir, komm, ey, ich muss unbedingt drauf reagieren. Und zwar stehen Frauen auf Autos. Das Ding ist, das Thema ist relativ langweilig. Also stehen Frauen auf Autos, ich finde das Thema unnormal langweilig. Also die Frage, stehen Frauen auf Autos, ist langweilig. Aber bei Snape TV Abi weiß man ja ganz genau, dass er immer drei bestimmte Fragen hat. Erste Frage wäre, was machst du hier? Zweite Frage, hast du schon mal gekifft oder Drogen konsumiert? Und dritte Frage, hast du einen Freund oder hattest du schon mal Geschlechtsverkehr? Okay, alles klar. Alter, 15 Minuten geben wir uns im Bruder, Junge. Da kriege ich ja mein Grinsen nicht weg. Okay, alles klar, stell dich mal vor. Hi, ich bin die Juliette. Auch weißt du, was ich krass finde bei Snape TV? Dieses Intro, dass er die Leute begrüßt und so. Das ist richtig persönlich. Das Video startet einfach. 22 Jahre alt und wohne hier in Berlin. Du bist hierher gezogen, ne? Genau, aus München. Nice. Was machst du jetzt hier in Berlin? Also, warum ich bin aufs Modeln fokussiert und mache Musik, genau. Echt, ja? Mhm. So, bist du Model oder was? Genau. Kannst du dann noch so ein Catwalk machen? Safe. Ja? Gar kein Thema. Willst du einmal machen? Ja, schön. Okay, alles klar. Kannst Let's go. Die hat doch innerlich nur darauf gewartet. Komm, zeig mal den Catwalk. Ja, klar. Okay, dann let's go. Am Ende, die so im Film, die geht einfach nach Hause. Laufsteg am Alexanderplatz. Yeah. Sehr nice. Cool, cooles T-Shirt übrigens. Dankeschön, Tupac Shakur. Danke. Okay, heutige Frage ist ein bisschen oberflächlich. Okay. Wie das wollen wir? Findest du es, wenn ein Mann, ja, sagen wir jetzt, du kennst ihn nicht und du datest dich mit ihm. Okay. Und er hat einen richtig geilen Wagen, so einen AMG oder so. Okay. Mhm. Findest du es attraktiv? Also es macht schon was, letztendlich auch wie sich Menschen kleiden, das macht ja diesen Schein letztendlich. Es kann schon für jemand gut catchy sein, aber letztendlich, je nachdem, wo die Werte liegen für den Menschen, muss man das halt für sich abschätzen. Ich persönlich würde mir schon denken, so, okay, schicker war. Stabil, der verdient bestimmt genug Geld, Digga. Perfekt, ich muss nicht arbeiten. So nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht das, worauf ich Wert legen würde, persönlich. Würdest du sagen, es ist schon so ein Vorteil, wenn man jetzt mal so einen krassen Wagen hat? Es macht schon was. Es ist genauso, wie wenn ein Mann mit seiner Rolli dasteht, dann denken alle anderen Männer, okay, der hat Cash, so, okay, bei dem läuft so. Aber geht. Das Ding ist, weiß er auf den ersten Blick nicht, ist die original, die Rolex, ist sie nicht original. Zweite Sache, Bruder, ich fühle Rolex irgendwie gar nicht mehr. Die einzig wahre Liebe ist Apple Watch. War der beste, die es gibt. Und die ist seit 2 Jahren nicht aufgeladen. Das heißt, die Uhr, wenn mich jemand fragen würde, wie spät es ist, ich würde einfach auf mein Handy gucken, weil Akku ist leer. Das Ding lebt seit 2 Jahren nicht mehr. Aber ich trage sie. Endlich, es ist halt Scheinsache. Ich würde auch sagen, ein Mensch braucht das Ganze nicht. Wenn er von sich aus stark genug ist und von sich aus die Attitude hat, dann braucht er nichts anderes so. Weil dann ist es ja schon Schein genug, sagen wir es mal so. Liebe Grüße an euch alle, bleibt alle gesegnet und gesund und ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Okay, du bist cool auf jeden Fall, ja? Hey, okay, danke. Ja, ciao. Okay, stell dich mal vor. Leonie, 16. Jasmin, 17. Wie findet ihr es, ne, wenn ihr so ein... Wisst ihr, was mich richtig interessiert? Wie so eine Roh-Version von Snape TV abläuft. Also sagen wir mal, die Szene ungecuttet, die hätte mich echt mal interessiert, Digga. Also ich glaube, das wäre der pure Cringe, Alter. Mit einem Typ habt oder so? Wie findet ihr das, wenn er zum Beispiel jetzt ankommt mit so einem richtig krassen AMG? Ja, Mann, das ist geil. Das Ding ist, vor allem beim ersten Date, die sind ja 16, 17, wenn die auch jemanden treffen in dem Alter. Ich glaube schon, das wäre ganz nice, wenn ein 16-Jähriger mit dem AMG antanzt. Das wäre schon echt geil. Ja, ist natürlich... Also, ich leg kein... Sag doch einfach ja, du hast Bock drauf und du magst diese Leasing-Angebote und es macht attraktiver und Mehmet ist cool. Wert auf sowas, bin ich ehrlich. Ich leg keinen Wert darauf. Schatz, ich wollte nochmal fragen, hat der eigentlich LEDs? Also, wenn ich Story mache, kannst du auf Pink machen? Geht das, Schatz? Bitte. Warum lachst du? Ich schwöre, ich glaub dir. Nein, ich schwöre. Ja, was soll ich sagen dazu? Geht fit, sagst du? Ja, geht klar. Geht klar, muss ne? Muss unbedingt sein. Kann auch mit Opel Corsa kommen, ist auch egal. Ja, ist egal, was für ein Auto. Also geht nur fit, ne? So. Und danach ist Opel Corsa vor der Tür und sie sagt, Schatz, das war eigentlich nur ein Spaß. Mit Lamborghini kommen normalerweise. Muss unbedingt sein. So, bei mir geht es eher um so Charakter, so. Um Ehrlichkeit, Vertrauen, so. Mir ist da
Mir sind da Autos egal. Ja, auch. Ich sag euch ehrlich, jetzt nicht Spaß beiseite. Das Geilste ist einfach, auch wenn das ein Kackauto ist oder wenn es ein krasses Auto ist, Hauptsache Auto ist Auto, weil damit kannst du halt einfach fahren. Und ich hatte auch schon so oft Momente, wo ich noch keinen Führerschein hatte, wo ich mir einfach dachte, oder nee, ich hatte Führerschein, nur kein Auto. Da dachte ich mir in dem Moment so, Alter, ich würde jetzt jedes Pissauto nehmen, um einfach dahin zu fahren, wo ich gerade hinfahren wollen würde. Der hätte mich das Auto nicht mal gejuckt und ich wollte einfach nur Auto fahren. Und jetzt nach 2 Jahren Führerschein, denke ich mir, ich will auf Fahrrad umspringen, ich habe keinen Bock mehr auf Auto. Es macht keinen Spaß mehr, Autofahren ist langweilig geworden. Also ihr würdet ja nur schreiben, ne? Ihr habt den jetzt gar nicht telefoniert oder irgendwie so, nur geschrieben und habt euch dann getroffen. Und der kommt dann mit so einem Opel Corsa. Okay. Kennt ihr die Frau im Fahrstuhl? Denkt sich, Junge, Fahrstuhl, geh hoch, bitte. Alter, ich bin im Blickwinkel. Geh hoch, Junge. Geil, Alter. Oder ihr trifft euch mit jemandem, der einen AMG hat. Also was findet ihr besser? Opel Corsa. Sowas beantworte ich nicht. Nein, sowas, so, hä? Ihr könnt doch ruhig sagen, also. Das ist so egal. Aber warum jetzt bei dir Opel Corsa? Ich bin eher so Opel-Fan. Digga, man merkt die Kameras an. Sie würde lieber jemanden nehmen mit Opel Corsa. Glaubst du ihr das? Doch. Ja, ich glaube, bei ihr kann man mal vorstellen. Weil sowieso AMG will dich nicht. Siehst du? Opel Corsa ist immer besser. Yeah. Hast du dich schon mal mit jemandem getroffen, der einen krassen Wagen hatte? Nein. Du? Nee. Habt ihr euch generell schon mal mit jemandem getroffen, der ein Auto hatte? Ja. Ja, was hat der denn für ein Auto? BMW M4. BMW M4 auch noch. Das Ding ist, die 16 oder 17, wie alt war denn der Typ? Weil ich kenne das ja auch damals schon von der Schule, dass viele Mädchen mal auf Ältere stehen. Da hatte ich auch welche, die waren 16 zu dem Zeitpunkt, hatten 22-jährige Freunde, wo ich mir dachte, Alter, Digga, entweder rufe ich die Bullen oder jemand anderes, Digga. Das war da ein bisschen too much. Wie M4. Stell dir mal vor, du bist 22 und holst eine 16-Jährige ab von der Schule. Ich würde mir vorkommen wie ein Pädophiler. Und dann auch noch mit dem M4. Alter, typisch BMW-Fahrer, Alter. Ich will mir jetzt hier keine Angriffsfläche suchen, ne? Also BMW ist an der Stelle sehr, sehr schön. Bring mich in Werkstatt, Alter. What? Was? BMW geht auch fit, aber... Geht fit, ne? Also guck mal, ich sag mal so. Ich versuche jetzt aus der Perspektive von dem Mädchen zu sprechen, ja? Ich versuche zu lesen, was sie gerade in dem Moment denkt. Es geht ja gerade um das Thema BMW. Und sie denkt sich in dem Moment, BMW ist cool, ja, ist ein Fahrzeug. Aber das Problem ist, wenn du dir als Ziel nimmst, so von wegen, ihr wollt vielleicht in eine andere Stadt fahren, dann kommst du mit jedem anderen Auto in einer anderen Stadt an, ja? Aber mit dem BMW halt nicht. Da musst du halt noch die andere Zeit mit einbrechen, von wegen Werkstattaufenthalt und was weiß ich was. Da kannst du nicht einfach mal kurz rüberfahren. BMW ist so, da passiert einfach mal, ne? Da passiert mal was. Dann musst du halt einfach zur Werkstatt. Und das hat sie in dem Moment schon einberechnet. Gehen nur für den M4. Mann, das gibt gar keine Ahnung. Ja, aber was fährst du für einen Wagen? Ich bin gerade momentan dabei, meinen Führerschein zu machen. Aber es mag ihn auch klar. Sympathisch. Oh, erstmal, geil. Ah, da, ja, nee, ich bin nicht materialistisch, was? Generell, so, mögt ihr Autos so? Ja, schon. Ja, was für Autos magst du? Was macht das Kind, Junge? Du bist nicht ohne Grund im Kinderwagen. Du kannst nicht das Fahrrad nehmen. Das Fahrrad gehört nicht dir, das ist nicht dein Eigentum. Das ist nicht deins, lass es. Nein. Ich mag Mercedes und Ferrari. Wie viel willst du irgendwann mal verdienen? Ja, zwischen 100 Euro und 1 Milliarde. Gerne. Und du? Eigentlich auch so. Auch so. Allein, Digga, die Frage ist, was ist so dein Lieblingsauto oder welchem, warte mal, was war die Frage? Generell so, mögt ihr Autos? Die Frage ist, mögt ihr Autos? Sie sagt, ja, ich mag Autos, so. Welche Autos magst du denn? Ja, Mercedes oder Ferrari. Bruder, das sind Welten gerade. Kenn ich mich nicht so gut aus, muss ich sagen, so. Habt ihr schon mal mit einem Typen getroffen, der ein Auto hat? Nein. Würdest du gerne? Ja. Kommt drauf an, wie alt. 18 wäre jetzt schwierig, aber 17 geht noch. 17 geht noch, wenn er mit. Ja, aber das Problem ist, wenn er 17 ist, dann muss er theoretisch entweder die Mutter oder den Vater im Kofferraum haben, damit der überhaupt quasi zum Treffen erscheinen kann. Weil mit 17 darfst du ja quasi ohne Erlaubnis oder beziehungsweise Beifahrerperson nicht fahren, die quasi ihren Führerschein hat und volljährig ist. Komm, ne? Also wenn ich 17 seid und ein Auto hab, sagt auf jeden Fall Bescheid. Ab wann darf man Auto fahren? Ich glaube, man kann mit 16 anfangen und mit 17 kann man dann schon Auto fahren. Aber kann man fahren, ne? Ja. Also würdest du dich dann mit dem treffen und der würde dann seine Mutter mitnehmen, ne? Ja, das ist ja dann schon doof, aber ja. Würdest du sagen, Frauen stehen auf Autos? Ja, natürlich. Wieso? Weil ich in einem AMG fahre. Und weißt du, wie viele Frauen mich angucken? Boah, Junge, war klar, dass genau solche Leute wieder zensiert werden wollen, weil die irgendwas im Video sagen und dahinter dann nicht mehr stehen nach dem Video, weißt du? Er kommt direkt mit dem Dings, ja, ich fahre auch ein AMG und was weiß ich was. Das hat er jetzt in dem Video gesagt, danach hat er sich bestimmt geschämt, weil ich dachte, fuck, ich muss wieder zum Zug. Also die gucken keine mich Ahnung. Nicht an, wenn ich unterwegs bin mit einem Auto, die gucken mich nicht an, die gucken mein Auto an. Welchen AMG fährst du?
AMG, C63 AMG. Bist du heute mit dem hier? Ja, jetzt nicht. Ja, alles klar, Digga. Ausgerechnet heute nicht. Betrunken. Guck mal, ich hatte heute viele in meinen Videos, die haben gesagt, die stehen gar nicht auf Autos. Ach, das ist la Kabalaba, ja. Fick die, ja. Ich schwöre auf alles, ja. Lass die mal labern. Ich schwöre auf alles, ja. Ja, guck mal, hör mal zu. Fuck. Bro, kannst du vielleicht noch einmal ja sagen? Ich hab das nicht ganz gehört. Kamera? Ich weiß, ich weiß. Die machen eine auf heilig. Ja. Ich schwör's dir, die blasen mir eine, damit die in meinen AMG reinsteigen. Hattest du schon öfter diesen Fall? Perfekt, gut. Jetzt ist die Frage, wer hat das Ding zensiert? Ja, natürlich. Wie ist das passiert? Also, woran hast du gemerkt, dass die auf dein Auto standen? Indem die mein Auto angucken und nicht mich. Mist, scheißegal. Aber stell dir mal vor, du... bist mit einem Mädchen und das Mädchen interessiert dich mehr für das Auto als für dich. Das wird mich auch kränken. Dann scheiß mal darauf, ob du im AMG fährst oder nicht. Aber Bro, das wird mich kränken, weil ich mir denke so, die interessiert sich einfach für das Auto viel mehr gerade. Mich angucken oder sonst was, ist mir scheißegal. Also du hast die geklärt, indem ich du... Ich hab sehr oft Mädchen geklärt, nur mit meinem Auto. Also indem du gefahren bist? Ja, indem ich gefahren bin. Kudamm, kennst du ja. Ja, ja. Kudamm, hast du die dann angesprochen oder wie? Nee, angesprochen nicht. Die sind zu mir gekommen und haben mich angesprochen. Okay, was haben die gesagt? Wie zum Beispiel, oh, tolles Auto, geiles Auto, woher kommst du, was für Landsmann bist du, hast du eine Freundin? Ach. Dann hast du direkt mitgenommen, oder was? Ja, natürlich. Echt, ja? Ja. Wie oft war das schon? Also früher war das sehr, sehr oft, aber nach einer... Mach mal aus, ja! Die Mädchen heutzutage, die sind einfach nur geldgeil. Hast du kein Geld in der Tasche, wollen die dich nicht. Würdest du sagen, ist es heutzutage noch möglich, eine Anständige kennenzulernen? Nein, gar nicht. Geht nicht? Nein. Guck mal, das ist ja auch wieder das perfekte Beispiel dafür. Bruder, natürlich wird der, oder ich sag mal so, natürlich aus seiner Sicht wird er keine finden, die anständig ist, weil er selber nicht anständig ist. Weil er geht selber mit dem Gedanken rein, oh, mein Auto klärt Frauen und ich schlepp die ab und was weiß ich was, weißt du? Das heißt, du kannst ja nicht von einer Frau erwarten, dass sie clean ist, wenn du selber dreckig bist, so. Ganz komischer Dude, Digga. Aber er hat einen AMG, Digga. Das muss man ihm lassen dann, ne? Der zensierte Bro. Früher ja schon. Ich bin 29, ich bin Baujahr 92. Echt? Du siehst jünger aus, ne? Ich sehe ihn, natürlich. Habibi, Galbe. Früher war das nicht so, aber heutzutage ist es so. Mhm. Seit 2018, 19. Würdest du sagen, Internet macht auch viel kaputt? Ja, natürlich. Ja? Facebook. Am meisten Instagram, okay, ja. Weil da habe ich mal meine Ex-Frau verloren, mhm. Aber egal, die Geschichte will ich auch nicht erzählen. Warum hast du sie dann angesprochen, Bro? Durch Internet habe ich sie verloren. Okay, also Internet macht auch einen kaputt. Also würdest du sagen, heutzutage alles ist Oberfläche. Du kannst den besten Charakter haben und bringt dir nichts. Nein, nein, bringt dir gar nichts. Bringt dir wirklich gar nichts. Ja, weil wenn ich dir wirklich erzähle, wie ich bin, dann... Also vorhin hat einer erzählt, sie findet es attraktiv zwar, wenn einer mit einem AMG kommt, aber sie findet es viel attraktiver, wenn er einen richtig guten Charakter hat. Lass mal. Wirklich, heutzutage, die Frauen, lass mal. Die Frauen wollen einfach nur Geld. Geld in der Tasche, ein fettes Auto fahren. Das war's, mehr nicht. Aber weißt du, was ich krass finde? Viele stehen ja auf der, zum Beispiel jetzt, das stimmt ja wirklich, dass viele halt auf AMG stehen. Das ist ja ein Fakt, ne? Ja. Ob jetzt alle oder nicht, sei im Raum gestellt, das können die Zuschauer entscheiden, will ich nicht entscheiden. Mit deinem AMG, ne? Ja. Nur durch deinen AMG klärst du? Was wird da zensiert? Oder kannst du auch selber klären? Ja. Also ich bin nicht hässlich, ich bin nicht sonst was. Also hübsch bin ich schon, also ich kann schon halt so klären, aber mit dem AMG klären. Jetzt weiß ich auch, warum er zensiert werden wollte, Digga. Ich glaube, ihm ist das Ganze ein bisschen unangenehm geworden, als er das Video selber gesehen hat, ne? Alter, Bro, der labert echt wie am Wasserfall, Digga. Passt ja auch da hinten, ne? Mehr und besser, als wenn ich so einfach auf der Straße gehe. Okay. Weil guck mal, wie zum Beispiel, ich bin mit einem Kumpel unterwegs gewesen. Wir haben x-tausend Mädchen angesprochen. Ja, die haben uns natürlich, also ich habe die mehrmals angesprochen, habe gesagt, ja, hi, wie geht's dir, sonst was und keine Ahnung was. Die haben mir nicht geantwortet. Aber glaub mir, würde ich mit einem AMG unterwegs sein und hupen und sagen, hey, wie geht's dir? Ey, die würden den Auto ablecken, ja.
Also meinst du, macht... Guck mal, das Problem ist, es gibt wirklich Mädchen, die sind wirklich so, Digga. Zu 100%, da kann ich ihn schon fühlen. Aber das, wie er das erzählt, der sagt halt, dass jedes Mädchen so ist, ne? Deswegen ist halt nicht so ganz richtig an der Stelle. Das macht richtig krass was aus, ne? Ja, natürlich, das macht... Okay, eine Frage. Ich kann mir sogar vorstellen, dass auf Instagram heißt... Ich weiß nicht, wie der jetzt heißt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass auf Instagram irgendwie MuratXAMG heißt. Sagen wir jetzt, du lernst... Du meinst ja, okay, es ist nicht möglich, aber sagen wir, du lernst eine Anständige kennen, ne? Oder du hast das Gefühl, sie ist anständig, du weißt es ja nicht, du musst es herausfinden. Würdest du dann mit deinem AMG kommen oder würdest du ihn zu Hause lassen und dir sagen, ey, okay? Ich weiß, was du meinst, ich habe es öfters versucht, bin pleite, ich habe kein Geld, sonst was und keine Ahnung was. Kam gar nicht an. Sobald ich gesagt habe... Die waren anständig oder was? Ja, natürlich, die waren anständig. Aber sobald ich gesagt habe, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, sofort. Die haben meinen Pullermann geleckt. Das ist so. Würdest du sagen, guck mal, ne, bei nach einem One-Night-Stand, also mit einem... Junge, skipp dir mal weg jetzt, Digga. Wir haben uns hier genug angehört. Frau, die sich direkt beim ersten Treffen, wenn ihr was habt, ne, und in der Bett landet, würdest du sagen... Ich glaube, Snape lernt, glaube ich, gerade von ihm, ne? Das ist gerade, er interviewt ihn nicht, sondern er lernt gerade von ihm. Deswegen ist er auch so lange bei der Szene dabei. Man kann mit dir eine Beziehung führen, eine ernsthafte Beziehung. Gar nicht, nein. Geht nicht. Überhaupt nicht, nein, nein. Überhaupt nicht. Natürlich nicht. Am ersten Treffen, sie kennt mich doch nicht. Und ich kenne sie nicht. Warum gibt sie mir gleich ihre Kotze, ja? Stell dich mal vor. Oh, Gott sei Dank, Junge. Danke. Ich bin Selina. Wie alt? 17. Ich bin Sarah, 19. Okay, die heutige Frage ist, stehen Frauen auf Autos? Oh. Also wenn, dann sitzen die in Autos. Persönlich nicht, aber ich würde behaupten, mehrfach. Du persönlich nicht? Nein. Mir ist der Wert eines Mannes oder vielmehr generell von jemand anders egal. Er muss nichts haben, damit ich ihn gern haben muss. Ist so. Aber wie... Zitat Ende. Jetzt auf Männer bezogen? Ich habe ja nur gefragt, ob ihr auf Autos steht. Ja, aber meistens ist es ja so, dass Frauen auf Autos stehen und gerade dann die Männer so geil finden. Was sagst du? Also ich würde sagen, die Häufigkeit der Frauen stehen schon auf Autos, aber ich muss auch sagen, mir wäre es egal, ob ich jetzt einen... Ihr natürlich dann nicht, ne? Also wir haben ja auch beide auch gar kein Auto. Ist ja auch schlecht mit 17, ne, ein Auto zu haben. Ja, aber mir wäre es auch egal, was für ein Auto. Klar, ich habe so meine Favoriten, aber... Was sind denn deine Favoriten? Ich stehe schon so auf Audi und BMW, klar. Ja. So die schönen, dicken Autos, aber... Stehen Frauen auf Autos? Also ich persönlich nicht. Ich stehe schon so auf Audi und... Ja, Bro, das Ding ist, jetzt hat er das aus dem Kontext geschnitten, weil das Ding ist, sie sagt ja, ihr ist es nicht wichtig, aber wenn du jetzt, egal was für eine Person du ansprichst, ist, jede Person hat irgendwo einen Favorit, Digga. Und wenn du mich jetzt fragst, habe ich auch Favoritenautos. Das heißt, ich habe auch Autos, wo ich sage, ey, die finde ich krass. Wenn du jetzt eine andere Person fragst, die hat auch 100% irgendein Auto, wo sie sagt, ey, das ist ihr Traumauto. Weißt du, ich meine? Deswegen, er hat das jetzt ein bisschen aus dem Kontext geschnitten, Digga. Sie hat ja selber gesagt, mir ist es egal. Ich leg nicht Wert drauf und sag, ey, das Auto ist wichtig. Und wenn ich einen Typen treffe oder date, der muss ein dickes Auto haben. Das hat sie ja nicht gesagt, so. Ihr ist es egal. Im Weg, klar. Mein Gott, selbst wenn es so ein kleiner Smart wäre am Anfang. Dann ist... Sag doch, Smart ist sympathisch. Ist auch noch so. Oder selbst so ein altes Auto, was heutzutage so für manche Männer out oder selbst für manche Frauen out sind. Ja. Mir wäre es egal, solange es viel Räder hat und rollt. Habt ihr euch denn schon mal mit einem Typen getroffen, der einen krassen Wagen oder so hatte? Oder generell einen Wagen? So bei einem Date oder so? Also ich hatte mal, mein Ex-Freund hatte ein schönes Auto gehabt, aber... Was für ein? Ein BMW 300, weiß ich nicht. Aber er war ein Idiot und da hat das Auto auch nicht viel rausgeholt, sag ich mal. Also, ja. So, und mich hat daran auch nichts gehalten. Meine Freundinnen damals haben gesagt, ja, du bist doch safe eh nur mit ihm zusammen wegen dem Auto. Und ich habe gesagt, mir ist das Auto total egal. Für mich zählt Charakter. Und wenn der Typ keinen Charakter hat, dann ist mir das Auto auch scheißegal. Ist er beim ersten Date mit dem Auto gekommen? Ja, der hat immer mit seinem Auto geprahlt, wo er konnte, ne? Aha. Aber dir, der hat geprollt mit dem Auto, oder was? Ja, immer noch. Magst du das oder findest du es attraktiv oder nicht so attraktiv? Finde ich ja. Ich würde es auch nicht fühlen, Digga. Ich finde das eher unangenehm. Wie hat dann die Chemie gestimmt, wenn der die ganze Zeit so geprollt hat? Naja, er hat damit geprollt, dass er so ein geiles Auto hat und dass er alles kriegen kann, die ja angeblich hier sind. Hat er erzählt oder was? Ja, also, hat mich auch betrogen, also von daher. Ihre Mann, Digga. Und bei dir, wie ist es, sagen wir jetzt, du hast ein Date mit so einem Typen, würdest du es attraktiv finden, wenn der jetzt mit so einem krassen Wagen ankommen würde, so einem AMG oder so? Definitiv nicht, also wie gesagt, ich finde er die... Junge, Snape, das Video hat so gut gestartet, Digga. Und gegen Ende wurde es immer mehr Müll. Was lernen wir daraus? Snape hat seine drei Lieblingsfragen heute im Video nicht gestellt, was mich sehr enttäuscht hat. Und die logische Schlussfolgerung davon kann sein, dass ich vielleicht heute nicht in Ruhe schlafen kann, weil Snape, diese drei Fragen sind wichtig. Was macht ihr hier auf dem Alexanderplatz? Habt ihr schon mal Drogen konsumiert? Und hattet ihr schon mal Geschlechtsverkehr? Hau rein, Snape.